So. So und so und so und uppala, jetzt geht er vor mir was her. Sehr schön. Ups, den wollte ich eigentlich nicht mehr noch mitnehmen. Naja, ging nicht anders. Ein Street Racer wurde gemeldet. In westlicher Richtung. Also, ich? Nee. Da müssen sie mich immer. Da müssen sie mich mit jemandem verwechselt haben. Oh ja. Erstmal schön die Zahlen. Und dann. 3, 2, 1, go! Erstmal schön Nossfässer an. Nossfässer an. Nossfair hauen. Warum eh nicht? Sehr schöne Strecke hier. Flump, und wieder hoch. Und da wieder durch. War eigentlich ein bisschen überflüssig, aber was soll's? Oh, die Strecke da, die Kurve, die hasse ich. Da renne ich immer an. Allerdings sogar. Wusste ich jetzt auch nicht. Ich weiß, dass ich in die falsche Richtung fahre, Mann. Oh, das wird ein enges Ding. Aber ganz easy peasy schaffen wir das noch. Das dürfen wir uns halt nicht allzu große Fehler leisten, wollte ich gerade sagen. Weil wir jetzt nicht gerade ein großes Polster haben. Und drüber wird gerauscht. Hier mal scharf rechts. Gleich wieder links. Wir fahren rechts rum. Gefällt mir die Straße besser. Ups. Bisschen vernost. Ups. Alles geplant, das auch. Unten noch, da oben ist sie dann eh schon. Also doch wieder einen guten Vorsprung rausgefahren. So. Hier fetzen wir schon mit 320 durch, 330 fast. Und zack, müssen wir gleich voll fett abbremsen. Da vorne fährt ein Holzlaster, Ups. Lass mich da noch vorbei. Ups. Hatte es wohl jemand ein bisschen mit dem Steuer verrissen. Vielleicht war ich das. Die da mittendrin in der Strecke einfach so ein scheiß Teil einbauen, das ist der Wahnsinn. Ups. Das nimmt natürlich Geschwindigkeit. So, yay, yay. Den nächsten nur neu hier führen. Da müssen wir natürlich die kurze Strecke fahren. Und bleib doch endlich mal drauf, du scheiß Gas. Ich muss mir dafür zählen, dass der Akku leer ist von dieser Scheiß-Tastatur. Was? Ja, naja. Gibt besseres. Was, du willst es mir nicht mal vorlesen? Okay. Spezialeinheiten, du erregst. Was? Du erregst viel Aufmerksamkeit. Achte auf die auf die Fahndungsstufe deines Wagens. Wenn du Fahndungsstufe 5 erreichst, können wir das jetzt schon, bekommst du Ärger. Auf dieser Stufe werden schwere SUVs, aggressivere Hubschrauber und deine schlimmsten Albtraum eingesetzt. Das Corvette-Gespann von Cross
Wenn du es vermeiden kannst, lass dich nicht mit ihm ein. Ich liebe Cross, aber der hat mir am Anfang meinen Wagen einen schönen Kratzer reingemacht. Der Wichser, du. Gut, nächstes. 2, 4 haben wir schon. Maximal. Gut, jetzt kommt es eh schon nicht mehr drauf an. Jetzt müssen wir nämlich die drei noch fahren. Ja, weißt du, was die Reifen kosten? Ey, die hauen das Zeug raus, das ist der Wahnsinn. Lass du mich da Auto fahren. Ich bin noch Fahranfänger. Hoppa, Leute. Na? Du musst lernen, deinen Wagen besser unter Kontrolle zu haben. Hat der Fahrprüfer auch gesagt. Oder Fahrlehrer. Noch schwarze Strich wahrscheinlich von vorher. Ja, passt schon. Ups, da kommt noch was daher. Ah, jetzt passt schon. Mal wieder ein bisschen auf 230 beschleunigen. Kurz auf die 250 und die anderen fahren sich da hinten schon Platz. 883 wollte ich sagen. 280 zu fix. Mann, hätte doch ein bisschen länger schlafen sollen. Oder gestern Abend weniger trinken. Gestern war nämlich das katastrophale Fußballspiel. Bayern gegen Chelsea. Und ich natürlich als eingefleischter Chelsea-Fan, der war super, du ey, total. Nicht. Aber wäre ich ein Chelsea-Fan, dann würde mich das schon freuen. So, und jetzt bin ich. Achtung, alle Einheiten. Ein Kollege von der Feuerwehr meldet uns eine Gruppe möglicher Street Racer. Zuletzt wurden sie gesehen, in Fahrtrichtung Westen, auf der Harbour Road. Einheiten im Gebiet bitte anrücken. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wegen dir, du Tante. Die macht, glaube ich, nie Urlaub. Die ist immer da. Der Gerät schläft nie. Hey, ich kann das Zielschirm schon sehen. Ups. Ey. Das kann ich jetzt überhaupt nicht brauchen. Ja, sicher. Alter Mann. Was ist denn da jetzt los gewesen? Ey, was war denn das jetzt gerade? Ja, super. Fährt denn der Dingsens noch so weiter noch so schnell wie vorher? Komm schon, weh, ich verliere das Teil jetzt hier. Nein, du Spack. Zentrale, wir brauchen alle freien Einheiten auf unserer 20. Wir haben mehrere Flüchtige hier. Ja. Das kann schon sein. Okay, Roger, 2-4. Jawohl, wenigstens gewonnen. Sehr gut. Und gleich schön rein. Ringfahndung vorbereiten. Absichtskontakt. Und wieder zurück. Und weil wir... Alle Einheiten im Umkreis. Der Q6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in Richtung Osten am Busbahnhof vorbei. Einsatzleitung bestätigt. Passt schon. Jetzt sparen wir erstmal. So. Dann machen wir doch das Ganze gleich noch mit dem Radarfallen rennen. Dann haben wir das auch gleich. Mann, wie oft soll ich denn noch sagen, das kostet alles Geld. Aber er will einfach nicht mehr. Vielleicht
Vielleicht sollte ich mal lieber so ein sekundäres Konto anrichten oder anlegen. Und von jedem Sieg, den ich hier gewinne, spende ich, keine Ahnung, 10% an hilfsbedürftige Rennfahrer. 3,18, das dürfte okay sein. Wow! Mein schöner Außenspiegel. Hat's was gebracht? Ja, es hat was gebracht. Es sind mehrere Beschwerden eingegangen über ein Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit. Wo? In südlicher Richtung. Ah, okay. Auf dem Ocean Hills Drive. Einheiten im Umkreis bitte anrücken. Nee. Sind die mir schon wieder auf dem Vers? Auf dem Fersen. Habe die Rase eingeholt. Die wollen mich abschütteln. Eingeholt? Du bist uns entgegengekommen. Hochgeschwindigkeitsverfolgung standby. Dann werde ich gleich mal eine Beschwerde eingereichen wegen falschen Informationen. Ich bin unterwegs in Richtung Westen, am Horn vorbei. Da ist unser Verdächtiger, wir haben ihn. Mein Wagen ist der Meimer. Tut mir leid. Ich muss aufgeben. Fahrst jetzt mit zurück und lass ihn richten. Alle Einheiten im Umkreis. Der Q6-Verdächtige wurde zuletzt gesehen in auf Zeiten fahren. Richtung in der Nähe des Horns. Ich fahre ja gerade ein Rennen. In seiner letzten bekannten Fahrtrichtung werden abgesperrt. Einsatz ist weiterhin Code 6 und wird auf TLC3 koordiniert. Naja, war jetzt nicht gerade das, was man top nennen kann, aber es wird passen. Es muss passen, sagen wir so. Ey, du sollst dir kaum keine Bäume umackern. Du sollst dir einfach nur schön gemütlich durchfahren. Bitte schnellstmöglich Lagebericht. Oh, der Versuch ist unverändert. Versuche weiterhin dran zu bleiben. Sehr gut. Sichtkontakt verloren. Versuche Fahrzeug wiederzufinden. Standby. Muss mich korrigieren. Hab wieder Sichtkontakt. Ja, und gleich hast du wieder keinen Sichtkontakt. Ich melde mich, falls ich ihn verliere. Jawohl. Passt. Gib Bescheid. Alles klar. So. Ich glaube, die suchen jemanden. Der fährt wohl sicher genau zufälligerweise in die Richtung, wie ich fahre. Oh. Sind wir da jetzt echt zufälligerweise reingefahren? Versuch ihn einzuholen. Alles klar. Ignoriere meine letzte Meldung, ich sehe ihn. Gut. Dann muss ich jetzt so schnell wie möglich durch. Aber ich glaube, ich habe genug Vorsprung. Wunderbar. Dann holen wir uns die noch kurz ab. Ich dränge ihn von der Straße. Tu das. Aber tu da keinen Zwang an. Oh, da geht es ja später hoch. Zack! Diesen Typen nicht stoppen. Er müsste herfahren. Und zwar alle. Er wird mir jetzt nicht erzählen, dass ihr zu doof seid, da reinzufahren. Ey, wer hat euch... Ja, sicher. Wer hat denn euch das Fahren beigebracht? Der ist der Wahnsinn. Ich werde einen aufgefallenen Einsatzwagen. Okay.